Ich bin ein Mann, ich gehe hier rein. Nice. Dieses Totenkopf-Symbol macht mich ein bisschen nervös, muss ich sagen. Wieso ist das hier? Was soll das? Ach, ich sehe schon, da vorne muss ich auch wieder blechen, oder? Ich gehe mir erstmal hier gucken, weil ich glaube nicht, dass ich hier weiterkomme. Hier ist eine Kiste auf jeden Fall. Ein Schlüssel. Requires a slime key to open. Okay. Habe ich natürlich nicht. Ach, kriegt man von dem Pink Slime vielleicht einen Slime Key? Oder wenn ich von dem, dann von diesem anderen, der da vorne stand. Okay, wir kommen hier nicht weiter, aber hier ist eine Kiste. Nice! Wax Slime. Okay, das ist gut. Wir brauchen ein neues Gehege für die Wax Slimes. Die Wax Slimes bringen, glaube ich... Ich weiß gar nicht, welche Plurts mehr bringen. Die von den Tabbies oder die von den Wax? Ich glaube, die von den Tabbies immer noch. Okay. Alter, wie viel es hier schon freizuschalten gibt. Und das ist erst hier immer noch Early Access. Hier ist noch eine Kiste. What the fuck? Okay. Was befindet sich in dieser Kiste? Ich würde mal sagen, wir machen das auch da bei der Wand auf. Das erscheint mir einigermaßen safe. Okay, Karotte. Eine weitere Frucht. Ach du heilige Scheiße. Was bist du denn? Stonyhen? Ach man, jetzt finde ich hier so mehr geile Sachen. Hatte ich die schon? Stonyhen. Ja, dich hatte ich, glaube ich, schon. Ich glaube, ich gehe erstmal hier mit zurück. Ich sollte mich eh beeilen, es wird dunkel. Boah, hier geht's auch noch weiter. Ach du heilige Scheiße. Ich glaube, ich muss mir irgendwann einen Zettel schreiben, was ich hier noch alles machen muss. Beziehungsweise, was ich alles freischalten muss. Wir gehen erstmal wieder nach Hause. So, ich hoffe, ich komme überhaupt zurück. Ja, das sieht gut aus. Na, euch nehme ich noch ein bisschen mit. Du kommst auch mit. Die kann ich jetzt gerade nicht mitnehmen. Okay, komm, zurück. Sehr gut. Das war nochmal eine super Ausbeute. 8 Tabby Slimes und 4 Wok Slimes, die ich noch gar nicht habe. Nice. So, komm, Sprint. Sprint, Sprint, Sprint. So, erstmal hier. Ab ins Gehege mit euch. Ich brauche dringend ein Netz. Dringend. So, kann ich hier schon irgendwie ernten? Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Komm hier, gib her alles. Alles klar. So, dann gehen wir hier noch einmal drüber. Geht nicht, sehr gut. So, Ah ja. Woo!
glaube, wir brauchen mehr Hühnchen, kann das sein? Alter, wie die abgehen. Alter, wie die abgehen. Hui, okay, ich brauche dringend ein Netz, dringend. So, sehr gut. Ich brauche dringend ein Netz. So. Boah, sehr gut. Die bringen sogar echt mehr wie die Wok-Dinger. Aber die Wok-Dinger will ich natürlich trotzdem gerne züchten. Brauchen die so einen UV-Schutz für den Tag? Aber ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Erstmal braucht ihr auf jeden Fall ein scheiß fucking Netz. So. Ja, ihr braucht gar nicht so zu gucken. Ihr kommt hier nicht raus. So. Dann gehe ich mal einmal gerade wieder pennen. So, wir schlafen mal bis zum nächsten Morgen. Ich bin gerade am überlegen, ob ich die pinken Slime... Wobei, ich glaube, die pinken Slime brauchen wir. Die brauchen... Wieso seht ihr Mund? Wieso sind die... Wieso? Was? Hä? Wieso sehen die so komisch aus? Was soll das? Sah ihr Mund so blutig aus? Einfach nur, weil sie gegessen haben? Oder sind jetzt irgendwie hier blutdürstig, sage ich mal? Das ist ja mysteriös. Okay. Ich nehme mal noch mal ein paar mit und verfütter sie. Können die ja nicht auch verhungern? Ich hoffe mal nicht. Wirklich mysteriös. So, auf jeden Fall kann ich die anderen erstmal wieder füttern. Ich glaube, ich brauche definitiv mehr Hühnchen, ansonsten wird das nichts. Ich brauche definitiv mehr Hühnchen. Ich brauche definitiv ein neues Gehege. Leck mich am Arsch, ey. Die Karotten halten noch so lange. Die anderen Dinge halten noch so lange. Ich brauche ein Gehege für die Wok-Slimes. Definitiv. Und ich brauche definitiv mehr Hühnchen. Ich gehe mal da raus und guck mal nach Hühnchen. Unsere Tabby-Slimes brauchen mehr zu essen. Wo war denn Hühnchengedöns? Da, 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 da.
Nein, das Ding nehme ich mit. Verdammt, nur eins. Das ist natürlich nicht so viel. Scheiße. Ja, komm auch mit. Wir brauchen auch Nachwuchs. War das hier das einzigste Nest in der Nähe? Da hinten sind noch welche. Alter! Boah. Das war keine gute Idee. So, ihr kommt alle schön mit. Ist auch schön mit. Okay, habe ich alle? 7 von den kleinen, 5 von denen. Sieht gut aus. Alter. Boah. Boah, ich will nicht wissen, was da noch alles auf mich zukommt. Die Frage ist, was mache ich mit diesem blöden Erdbeer-Ding? Ich könnte hier noch so ein Pflanzending hinmachen. So, die anderen 5 muss ich leider verfüttern. Putzen. Alter Vater. Okay. Sehr gut, das reicht auf jeden Fall für ein neues Gehege. So einen automatischen Absauger braucht ihr erstmal nicht. So. Sehr gut. Was fresst ihr denn? Veggie. Okay. Moment, das heißt... Fresst ihr... Die fresst aber auch nicht alles, oder? Also, ich meine jetzt alles von dem Grünzeug, sage ich mal. Warte mal, die hier, die fressen alles. Die fressen nur Fleisch und die brauchen... Alter! Nicht ausbrechen. Ich sehe schon, auf die muss ich aufpassen. Sie sind vor allen Dingen auch sehr, sehr gefährlich. Also ich weiß, das haben wir schon gesehen, als wir draußen rumgelaufen sind, wenn wir einen Tabby-Slime... Nee. Wenn wir einen pinken Slime mit so einem Tabby-Ding füttern, dann wird es zu einem riesigen Katzenvieh. Dasselbe passiert quasi, wenn wir die hier mit füttern. Ich frage mich immer, der Plurt, ist der dann mehr wert? Also ich werde erstmal anfangen, hier so ein paar Basic-Slimes zu sammeln. Das wollte ich auf diesen 4 Dingern machen. Dann können wir quasi experimentieren. Wir können ja quasi hier drin unsere Experimente irgendwie machen und in den anderen da... Da organisieren wir quasi die Standard-Slimes, sage ich mal. So. So, die Grotten sind noch nicht so weit. Das hier ist fertig. Fresst ihr denn sowas hier? Ihr fresst tatsächlich sowas. Okay. Ja, hier, komm. Dann fresst. Au, Alter. Nicht so aggressiv hier. Los, geht los. Hm.
hier, wollt ihr jetzt noch was oder war es das? Alter! Alter! Oh, oh, oh. Was? Diese Biester sind ganz schön gefährlich, ne? So, wollt ihr noch was fressen oder? Oh geil, sogar zwei. Das finde ich ja sehr nett. Oh, danke schön. Autsch. Ich sehe schon, irgendwann werde ich bei dem Versuch sterben, solche Viecher einfach nur zu füttern. So, warte mal, das andere, das könnt ihr hier haben. So, bitteschön. Oh, 2020, hä? Lol, warte mal, die Preise haben sich irgendwie verändert. 2020? 3 und 5? Hä? Bin ich gerade doof? Die Preise haben sich doch verändert, oder? Das finde ich höchst mysterious, möchte ich gerade anmerken. Ah ja. So. Jetzt haben wir genau 400. Die Frage ist, worauf deswegen. Jetzt verstehe ich. Ja, hier, könnt ihr haben. Die Frage ist, worauf konzentrieren wir uns jetzt als nächstes? Konzentrieren wir uns auch weiter hier Slimes zu züchten, was ja quasi unsere primäre Aufgabe auf diesem Planeten ist, oder konzentrieren wir uns darauf, weitere Gebiete freizuschalten? Wir haben hier einmal die Grotte für 1500, also das ist ganz schön teuer. Wir haben hier hinten einmal das Gebiet. Overgrowth auch für 1500 und wir haben ein drittes Gebiet ganz weit hinten, für einen Schlüssel brauchen. Dafür müssen wir entweder, also den Schlüssel kriegen wir entweder von diesem Pink Slime oder von diesem großen Tabby Slime. Ich glaube, es war der Pink Slime, ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Die Frage ist natürlich, ich ärgere mich echt, dass ich hier ein bisschen, dass ich hier die Karotten weiterhin angepflanzt habe. Ein Hühnchengehege, reicht das? Ach komm, weißt du was, scheiß drauf. Hier, go. Zack. Sehr gut, haben wir auch mal ein Bäumchen stehen. Gut, dann haben wir eigentlich fast alle Gebiete zugewiesen. Hier und hier. Auf den dreien züchten wir Fressi. Hier züchten wir Hühner. Also prinzipiell auch fressen. In diesen drei Gehege haben wir hier schon mal drei Slime-Sorten. Wieso steht hier eigentlich... Was habt ihr vor? Alter. Wir versuchen hier... Könnt ihr mal damit aufhören, bitte? Autsch. Könnt ihr mal damit aufhören? Also die hier brauchen auf jeden Fall hohe Wände. 200 noch. Und hier würde ich dann gerne ein Gehege hinbauen, wo wir quasi experimentieren. Also was passiert, wenn wir so einen pinken Slime mit so einem blauen Kreuz oder so einen pinken mit so einem Katzen-Slime. Das würde ich hier gerne testen. Allerdings müssen wir das Ding dann natürlich noch vorbereiten. Und natürlich würde ich auch gerne mal in die neuen Gebiete. Aber ich würde mal sagen, das reicht erstmal für diese Aufnahmesession. So. Naja. Ach, cool. Das sammle ich gerade noch auf. Alter, wie geil ist das denn?
Nice. Hammer geil. Einfach mal 14 Stück. Gut, ich hoffe, der Zukunftsloop wird noch wissen, also weiß noch, was er damit anzufangen hat. Ich würde mal sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Aufnahmesession, wo wir dann mal ein bisschen mit den Slimes herum experimentieren, was so für Kreuzungen möglich sind, werden uns dabei eventuell selbst töten, aber naja, das bleibt nun mal nicht aus und werden mal versuchen, die neuen Gebiete zu erkunden und vielleicht auch mal hier ein paar Items zu erwerben, zum Beispiel das Jetpack. Das hört sich doch sehr, sehr, sehr praktisch an. 150 mehr Leben, das hört sich auch sehr, sehr gut an. Naja, mal gucken. Wir sind hier auf jeden Fall noch lange, lange nicht durch und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dann. Ciao.